Zuerst einmal die persönliche Auszeichnung für den Award Spieler der Saison, der Topscorer der Rotjacken. 15 Treffer hat er gemacht. Und das nach 2 Jahren Belgien, nach einem Kreuzbandriss. Einer, der sich immer aufgeopfert hat fürs Team, immer das Team auch an erster Stelle stellt und somit auch mitverantwortlich ist für eine Top-Saison, für die zweitbeste Offensive der Liga. Auch Jakob Mayhofer holt sich nochmal seine ganz persönliche Trophäe, der Tormann der Saison, der 26-Jährige, im Vorjahr noch auf Rang 3 dieser Wertung. Diesmal die Nummer, die auf seinem Rücken steht, die Nummer 1 in dieser zweiten Liga. 13 Mal ohne Gegentreffer, 2020 nach Graz gewechselt und mittlerweile zum 3. Jahr Stammkeeper. Und ihn hier darf man ebenso wenig vergessen. Er wurde stark kritisiert. Immer wieder. Aber er holt sich die Auszeichnung Trainer der Saison. Sie geht zum 4. Mal in Folge an den Meistermacher der Admiral 2. Liga. Er folgt damit Gerald Scheiblehner, Markus Mader und Ronald Brunnmeier. Der 43-jährige Kärntner hat die Grazer Athletica im Dezember 2021 übernommen und seitdem sukzessive nach oben geführt. Nach Rang 7 in seiner Debütsaison folgte der Vizemeistertitel im Vorjahr und nun auch der Meistertitel. Die Comeback-Tour, die vor 11 Jahren in der letzten Klasse begonnen hat. Sie wurde finalisiert mit dem Meistertitel heuer. Und jetzt holen sie sich die Medaillen ab. Nach und nach, wir beginnen mit der Nummer 1, mit dem Torhüter der Saison, mit Jakob Mayhofer. Jannik Oberleitner ist der Nächste. Heute früher als gedacht in die Partie gekommen für Lukas Graf. Markus Rosek, ein Traumtor. Hat er fabriziert diese Saison. Habe ich live kommentieren dürfen. Murat Zatin holt sich ebenfalls eine Medaille. Wie gesagt, er hat gut gewechselt. Aber hat sich auch gut eingelebt in Graz mit 6 Treffern. Ist einer der besten Torschützen beim GAK. Und er hat immer wieder für Offensivpower gesorgt. Gabriel Zierngast. Die Nummer 8. Bei den Grazer Rotjacken, gefolgt vom Spieler der Saison. Auch Christian Lichtenberger, der jetzt gleich Standing Ovations bekommt. Ein Top-Transfer im Sommer von Lafnitz gekommen, 6 Tore, 8 Assists. Auch heute war wieder nah dran mit der Latte, dem Lattentreffer in der 12. Minute. Er hat sich gebührend verabschiedet, der Georgier. Levan Eloshvili mit dem Schlusspunkt dieser Partie, mit dem 4:2-Treffer in der 91. Spielminute. Er verabschiedet sich mit einer Meistermedaille und wird sein Land anfeuern bei der EM in wenigen Wochen, bei der ersten EM-Teilnahme seines Landes. Lukas Graf, er hat sich wie gesagt frühzeitig verletzt verabschieden müssen gegen sein Ex-Team. Im April hat er für ein Jahr verlängert. Er durfte nicht. Thomas Meyer, er geht nach dieser Saison, nach dieser Feier. Aber er geht voller Freude.
Thomas Schiestl. Der Matchwinner im Hinspiel gegen die KSV. Heute zeigt er seine Meistermedaille stolz in die Kamera. Marco Ganschnick, so ein wichtiger Bestandteil dieses Teams. Seit 5 Jahren mittlerweile im Team der Grazer Rotjacken. Auch Thorsten Schriebel, heute ein ganz wichtiger Mann, hat für den Dosenöffner gesorgt. In der 37. Minute nach Direktabnahme. Der Grazer Kavahal, Michael Lang. Im Jänner hat er verlängert. Felix Holzhacker war heute nicht gefragt, aber die linke Außenbahn hat schon oft ihm gehört diese Saison. Und Paolo Jager, er hat noch ein paar Einsatzminuten bekommen heute Nachmittag. Der 20-Jährige, der für Daniel Maderna gekommen ist, auch nochmal frischen Schwung gebracht hat. Felix Köchel und dann auch gleich der Abschied von Len Jastremski vor heimischer Kulisse. Auch er wollte sich noch mit einem Treffer verabschieden. Aber es waren dann immerhin 5. 5 an der Zahl für den Mann, der im Sommer wieder zurück zur zweiten Mannschaft von den Bayern geht. Christoph nicht. Nicht mehr zweite Liga. Auch von ihm eine starke Leistung heute. Benjamin Rosenberger, er macht sich mit Felix Köchel noch was aus, beziehungsweise Felix Köchel eigentlich auf der rechten Außenbahn. Kevin Prinz, nicht Boateng, sondern Miller, holt sich genauso die Meistermedaille ab wie Miloš Jovičić, der heute eben verletzt gefehlt hat. Und dann fehlen noch ein paar. Mit Zaris Mujanic, mit Martin Murk, mit Maximilian Fahler, mit Jan Stefanon und Michael Cegua. Auch die Betreuer mit Christoph Czemeniak, mit Ralf Spirk, mit Stefan Awey, Thomas Queder, Jakob Sversina, Gernot Winter, René Flatschacher, Thomas Niederl, Manuel Oman, Raphael Gruber, Lukas Zelsnik, Jan Spanger, Boris Hüttenbrenner. Da darf kein Name fehlen, da muss jeder persönlich auch erwähnt werden bei einer Meistersaison, bei einem langen Weg. Es war ein Schaulaufen heute und es ist ein Schaulaufen jetzt. Oh, Michael Cegua holt sich nochmal seine Medaille ab, die er in seine eigene Vitrine stellen darf oder aufs Bett, nebens Bett, die er mit ins Bett nehmen darf, die er mit zur Meisterfeier nehmen darf, mit der er prahlen darf.
Uns kommen nochmal die Betreuer. Dann kommt der Präsident, dann kommt René Ziesler, der diesen langen Leidensweg mitgemacht hat. Sportdirektor Dieter Elsneck, dann der Trainer und der Kapitän. Und dann wird lange gefeiert. Wie gesagt, heute am Abend nochmal um 9 Uhr. Die große Meisterfeier dann aber am Mittwoch. Dort, wo alles begonnen hat. Im Trainingszentrum Weinzödel. Man beendet die lange Reise an dem Ort, wo alles begonnen hat. Los geht's eben um 16 Uhr. Für Musik, Speis und Trank ist gesorgt. Grund zur Feier hat man ja allemal. Es ist ein langer Leidensweg gewesen. Sie haben viel mitmachen müssen, haben nichts für selbstverständlich genommen und haben sich vor allem nach dem Drama, nach der Tragödie letztes Jahr zusammenraffen können. Und nochmal für ein absolutes Highlight gesorgt. Heute nochmal mit Ligarekord, mit über 8.500 Zuschauer und innen live in Graz-Liebenau. Und so kommt's zu den letzten vier Personen. Ehre, wem Ehre gebührt. Marco Pertholz, sein Vertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Er wird nochmal Bundesliga spielen. Aber davor Applaus für den Präsidenten, für René Ziesler. Und die Fans sagen eh, was los ist. Da den Präsidenten auch noch mal so zu feiern. Übrigens, Nationalteamspieler. Und Legende und Kapitän Walter Kolesnik, der die Medaillen hier überreicht. Hinten. Der Mann mit Haaren. Auch das eine ganz besondere Geste. Und dann kommt zum Sportdirektor, zu Didi Elsneck, der wie gesagt dazu aufruft, bescheiden zu bleiben, realistisch zu bleiben, den Kampf anzunehmen. Das Ziel ist der Klassenerhalt. Die Erwartungshaltung, die darf ruhig hoch sein, das nimmt und das trägt so ein Name mit sich. Aber trotzdem muss man auch realistisch bleiben. Es ist dann nochmal ein Qualitätsunterschied zur zweiten Liga. Gernot Messner, ich habe es erwähnt, er wurde immer wieder kritisiert. Vor allem nach dem Desaster in der Vorsaison. Der Vertrag läuft aus, grundsätzlich eigentlich verlängert, nur die Tinte ist noch nicht unter trockenen Tüchern. So Elsneck zumindest letzte Woche. Wir sind auf der Ziellinie, hat er gesagt. Und dann zu dem Mann, der seit 2017 wieder beim GAK ist. 2003 ist er zur U17 gekommen. 5 Jahre später zu Magna gewechselt. Dann war er unter anderem auch beim heutigen Gegner 2 Jahre lang beschäftigt. Ein Jahr beim SKN. Seit 7 Jahren ist er wieder beim GAK und er hat als Kapitän seine Truppe zum Meistertitel
verteidigt und geschossen. Ja, wobei, geschossen vielleicht nicht. Er ist ohne Saisontreffer geblieben. Zwei Assists waren dabei, aber auch 6 gelbe Karten. Gestern dann die offizielle Verlängerung. Und dann ist es soweit. Das ewig lange Warten, es ist zu Ende. Das Glauben hat sich ausgezahlt. Der Leidensweg mit einem Happy End nach 17 Jahren, vor 11 Jahren neu gegründet. Der Meister der zweiten Liga. Er heißt GAK, der neue Bundesligist. Unter der Führung von Gernot Messner und Marco Berthold. Man könnte einen Film drüber schreiben. Und mit diesen Bildern verabschieden sie sich aus der zweiten Liga und verabschieden wir uns von dieser Saison. Vielen, vielen Dank fürs Mitkommentieren, fürs Mitschauen, fürs Mitfiebern. Nächste Woche, wie gesagt, die Austria Sports Finals. Ihr seid herzlichst eingeladen, auch zur Highlight Show ab Montag bei uns auf der Plattform. Und jetzt von mir alles, alles Gute und wir hören uns in der nächsten. Schönes Wochenende.